Hallo, jetzt zeige ich euch, wie eine Pflanze vermehrt wird. Wir machen es heute am Beispiel des sogenannten Brutblatts, botanisch Bryophyllum, ist aber umbenannt worden, heißt jetzt Kalanchoe. Und das ist eine Sukkulente, das heißt, die hat dicke, fleischige Blätter und an den Blatträndern hat sie oft ganz kleine, neue Pflänzchen. Die haben sogar schon einzelne Wurzeln und man kann die dann so ausbringen, so wie hier in der Schale oder so wie hier in einem Topf. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die getopft werden, dass daraus eben dann Pflanzen dieser Größe werden, die dann vielleicht sogar eines Tages so schön blühen wie hier. Was wir brauchen, ist eine Schale, in der wir arbeiten können. Da drin ist jetzt alte Blumenerde, alt deswegen. Da ist also kein Dünger mehr drin. Das mögen nämlich diese sukkulenten Pflanzen nicht so sehr. Und wie ihr seht, da ist auch Sand mit drin. Sand ist ganz wichtig, damit das überschüssige Wasser ganz schnell abfließen kann. Weil was Kalanchoe gar nicht mag, was das Brutblatt gar nicht mag, das ist, wenn da Wasser drin steht, unten im Topf, dann faulen die Wurzeln ganz schnell und das wollen wir natürlich nicht. Ich nehme jetzt einen der beiden Töpfe hier. Die Pflanzen waren im Winterhalbjahr jetzt hier in diesem kleinen Töpfchen, sind also etwa 6 Monate alt. Jetzt löse ich die vorsichtig hier raus. Und nehme einen neuen Topf. Fülle den zu 2 Drittel mit diesem Sand-Blumenerde-Gemisch. Nehme ein paar Pflanzen, ich nehme die nicht einzeln, weil ich möchte, dass eine schöne buschige Pflanze entsteht. Deswegen nehme ich so ein paar Pflanzen, vielleicht 5 Stück, setze die in die Mitte des Topfes, bin dabei ganz vorsichtig, weil die Pflanzen sehr zerbrechlich sind, und fülle dann rundherum diese Mischung aus Sand und Erde in diesen Topf. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, nämlich das Andrücken. Das kann ich mit dem Finger machen. Oder mit einem extra Stab. Hier ist eine Pflanze, die keine Wurzeln hat. Kommt beiseite. Einem sogenannten Pikierstab. Der hat ein stumpfes Ende und ein zugespitztes Ende. Und mit diesem Pikierstab können wir auch andrücken, die Pflänzchen leicht andrücken. Dann wird gegossen und das war's schon. Und schon haben wir eine neue Pflanze.